Jetzt kommt Werbung. Hier seht ihr den Kanal eines MoPlays. Auf seinem Kanal gibt es verschiedene Best-of-Arten, zum Beispiel von Last Gaming, MG oder auch anderen YouTubern und auch dazu noch Let's Plays. Ihr könnt einfach in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Best-of von euch wollt und ich werde es höchstwahrscheinlich machen. Okay, Spaß beiseite. Ihr könnt einfach mal auf meinen Kanal vorbeischauen. Das Video habe ich für 18Nette jetzt mal aufgenommen und erstmal viel Spaß mit dem Video. Ciao! Hey ho, Leute! Jetzt könnt ihr euch vielleicht mal fragen, weshalb 18Nette gerade keine Videos macht oder warum er nicht dieses Video macht. Dafür kann ich nichts. Dafür kann eigentlich nur Bayern, Corona und eine Schule was. Auf diese drei Punkte gehe ich jetzt einmal ein und ihr werdet sehen, weshalb 18Nette im Moment leider keine Videos bringen kann. Punkt 1 wäre da Corona. Ihr müsst wissen, er lebt in Bayern, Corona-Bedingungen sind da ziemlich scheiße und die sind wirklich sehr hoch, die Zahlen da, wenn man den Glauben schenkt, was ich jetzt nicht gerade tue. Naja, und er sitzt jedenfalls im Moment in Quarantäne. Ich weiß gar nicht, wie lange es schon ist, aber er sitzt in Quarantäne, was eigentlich gut für ihn wäre, weil er somit eigentlich Videos machen könnte. Macht er aber nicht. Und da sind wir schon bei dem Punkt Schule. Ja, Schule bei 18Nette ist halt auch so eine Sache. Er macht halt sehr viele Hausarbeiten im Moment, muss sehr viel schreiben, muss sehr viele Hausaufgaben machen, muss in die Online-Meetings, glaube ich, wenn das bei ihm gibt. Bei 18Nette kannst du einfach kurz kommentieren, ob es Meetings bei dir auch gibt, reinkommen. Und es ist halt alles ziemlich stressig für ihn und das glaube ich ihm auch wirklich. Und ihm fehlt einfach die Zeit, um Videos zu machen. Deswegen mache ich jetzt Videos für ihn. Die Information, die ich jetzt im Moment habe, ist, dass er wohl die nächsten paar Wochen, Monate keine Videos rausbringt. Zumindest so lange, bis seine Klausurphase endlich mal beendet ist. Das war eigentlich alles, was ich sagen sollte. Na, jetzt muss ich mir noch irgendein Sketchit ausdenken fürs Ende, dass es nicht ganz so traurig ist. Ein bisschen langweilig.